Ja, willkommen. Das war ein Erdbeben. Willkommen zu unserer Halbzeit. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Spiele übrig. Boah, ist noch so viel, ist echt. Ja, ich habe das doppelt noch nicht mitgezählt, das Add-on, ne? Zusammen. Das, das habe ich ja erstmal aus Acht gelassen. Lass dein Part. Mhm. So. Ach nee, Quatsch, wir haben 1, 2, 3, 4. Das eine liegt nur da. So, wir haben Era of Tribes. Wir hatten heute das große Glück, die Dame und die Leute, die es entwickelt haben, kennenzulernen. Und haben das wohl schmackhaft geredet. Er hat es eh auf der Liste gehabt. Mein Geld hat leider nicht gereicht. Das heißt aber nicht, dass ich es mir nicht holen werde. Ich hole es mir definitiv. Es ist ein sehr komplexes Aufbauspiel, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, zum Sieg zu kommen, indem man handelt oder auch Krieg führt. Und man fängt halt in der Jungsteinzeit an. Ich vermute mal so 10.000 vor jetzigen Schreib. Unseren Gedönse bis hin ins Hochmittelalter. Und wie man sieht, ist es auch nicht gerade leicht. Also, wenn ihr Spiel kaufen solltet, ihr werdet überfallen. Habt keine Hemmung, den Typen das Ding um die Ohren zu hauen. Das Spiel überlebt, er anscheinend nicht. Aber wer sollte schon? So. Ach, dazu gab es halt auch noch, das war mit dabei, ne? Ja, das wurde mit dazu geholt. Man kann mich auch durch Spiel, die Spielwelt ist halt wie in Europa, aber man kann sie auch individuell ein bisschen verändern. Also man ist nicht gezwungen, diese Welt zu machen, man kann auch seine eigenen Welten erstellen. Hier sind mal schon mal ein Regelbuch in Englisch, mega cool, mitgeliefert. Und eine in Deutsch, finde ich echt klasse. Finde ich wirklich schön. Ich persönlich mag das, weil dann kann man halt sich auf beiden Sprachen zanken, welche Regel richtig ist. Und hier ist auch das Board. Das haben sie in Englisch gelassen, weil die hätten gesagt, da müssten sie alles neu machen. Aber hinten drauf ist auch alles dann genauer erklärt. Und so weiter im auch ein Spiel, was bedeutet. Auch schön eingepackt. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal so eingepackt, weil das würde zu lange dauern, diese einzelne Fläche herauszuholen. Es gibt auch verschiedene Völker, wurde uns gesagt, die man sich dann aussuchen kann. Wie hier, kommen wir langsam so in die Gegend rein, ne? Mhm. Ach, warte mal. Ja doch, war. Ja. Na, also. Kann man das zeigen oder hier auch die Römer oder die Römer in Schach gehalten haben beim Limeswall. Ich hatte einen tollen Geschichtslehrer, der meinte, die Römer waren hochzivilisiert und die Germanen lebten auf Bäumen, wären Affen. Aber beim Teutates haben die es gezeigt, die Gallier, wa? Haben da schon ganz gut draufgehauen, die Germanen. Und dann kamen auch die Goten, dann kamen die Hunnen und dann war eh alles vorbei mit den Grenzen. Hier haben wir auch das, hier sind auch noch ganz viele schöne kleine Figürchen oder kleine Kirchen. Die erinnern mich an meine Kindheit, an die Bauklötze von früher. Hm. Ach stimmt, hier das Zusatzteil, was er dann bekommen hat, ist dann halt, dass man für zu 6 spielen kann. Ne? Genau, also, richtig. Ist auch für 4 ausgelegt erstmal. Genau, ist erstmal für 4, 1 bis 4 Spieler und es gibt noch einen Zusatz, da kann man bis zu 6 spielen. Und man kann, es gab sogar Spieler, hat es erzählt, dass sie halt 3 und 3 gemacht haben. Es gibt noch ein Blankboard, kann man sich auch holen. Na, hier sind auch noch ganz viele schön bearbeitete Holzsteine. Also ich finde das echt schön gemacht. Auch wieder wunderschön in Tüten verpackt. Sehr lohnenswert, ja. Ja, auf jeden Fall. Dann auch, allein was hier an Krimskrams in den Tüten ist. Ich weiß nicht, wie viel die Packer das... Allein da hat eine Batterie, ist unsere eine der Leuchten ausgegangen. Mhm. Aber wie viele Steinchen, die abgezählt werden müssten und hier rein. Respekt an diejenigen, auch wenn es eine Maschine macht, Respekt an den Programmierer der Maschine. Wenn es Menschen gemacht haben, Respekt an diejenigen, die sich damit. Auch ein sehr hochwertiger Stoffbeutel. Fühlt sich so,
Fühlt schon cool an. Und jetzt kommen wir zu dem, was viel Platz nimmt. Ich habe es gesehen und dachte mir so, holla, das passt auf meinen Tisch nicht. Oh, wieder so ein schönes, vorsichtiges Klappspiel. Mhm. Sehr vorsichtig. Aber hallo, boah, ist das riesig. Also... Oh, ja, ja, ja. Und dann nochmal aufklappen, ne? Ja. Boah. Boah, man muss echt hier bei dem Spiel... Ich finde diese Klappspiele ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Oh ja. Aber ich habe massive Angst, dass es immer kaputt geht. Also müsst ihr wirklich, 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 wirklich vorsichtig mit umgehen. Und ihr seht mal, wie detailreich das Spiel ist. Also hier sind die Epochen. Ne, doch. Hier? Was hat sie gesagt? Ja, ja, genau. Hier sind die Epochen. Ja. Hier fängt man halt beim Start an. Genau, Bronze Age. Genau, kann man sich dann hier... Iron Age. Ja. Da hat man nicht alles schon ins Deutsche gemacht, aber ich glaube, da sind wir doch alle mächtig, das noch zu übersetzen. Richtig, ne? Bisschen High Middle Age, ins hohe Mittelalter. Ist alles dabei. Das wird genial. Und das Spiel kommt auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Entweder hole ich es mir, wenn Nemesis mir nicht geliefert wird, hole ich es mir dafür als... Entschädigung. Um sich selbst zu entschädigen. Richtig. Weil ich persönlich, ich liebe Mittelalter-Settings. Und wenn man sich genau anguckt, kommt euch die Karte eigentlich aus, müsste euch sehr bekannt vorkommen. Also wer in Geografie aufgepasst hat und Erdkunde, soll mich die Karte von, na? Von Europa darstellen. England, also da freue ich mich auch schon richtig. Irland, Italien, Spanien, dann halt wie vergleichbar. Total War, Rome. 1, 2 und das Ne? Also ein sehr, sehr schönes Spiel. Die haben auch lange dran gebastelt, entwickelt. Bestimmt haben die gesagt, die Idee, von der Idee bis zur Fertigstellung über 10 Jahre hat es gedauert. Nee, das war ein Spaß von denen. Glaube ich nicht. So eine Idee dauert lange. Ein Freund hat. Die meinen, haben doch noch gedacht, dann gesagt, nee, das ist Spaß. Ja, glaube ich aber nicht dran. Wie gesagt, dann, weil ich weiß halt, wie für einer hat ein Pen-and-Paper-Regelwerk erstellt und er hat 15 Jahre dran geschraubt, bis es halt soweit war. Wie gesagt, sehr, sehr schick. Nun muss man halt nicht durcheinander kommen, was oben und unten ist. Wenn ihr wollt, für Bast. Das ist unten. Das ist ja, du hast recht. Da muss man echt gut aufpassen, aber. Du kannst mal das Tütchen da rausnehmen. Ja. Nee, genau. Für viele, die es nicht kennen, also viele, die einen PC haben, Technik haben, ist halt ein Feuchtigkeitsgel, wenn es fast nass wird, einfach reinstreuen. Die Kügelchen saugen sich voll, man kann die wunderbar dann rausholen und das. Brett ist dann trocken. Und das Beste kommt zum Schluss, diese wunderschönen Würfel. Also, da haben die sich echt Mühe mitgemacht. Und jetzt geht es natürlich wieder ans liebevolle Einpacken. Ich komme mir vor, als würde ich gerade so einen Kuchen irgendwie halt vorbereiten. Weißt du, schön die Früchte in die Ränder. Allein das, ich weiß, aber sieht das nicht toll aus? Das ist einfach richtig schön gemacht. Ja, muss ich mal direkt loslegen. Oh ja, also wie gesagt, das Spiel kommt auf meine Liste mit haben. Ich hätte mir das auch hier holen können, ja, aber... Das ist ja noch was anderes Schönes. Eben, ich muss auch jetzt mal haushalten. Ich glaube, das war nicht so ganz so. Ja, dann. Egal. Später. Aber da wir das eh alle hier gemeinsam machen werden und mit anderen Leuten noch zusammen und auch wir hier euch sicherlich vielleicht noch mal ein paar Videos dazu erstellen werden und zeigen, wenn wir euch gerne. Definitiv. Denke ich mal. So, die muss es auch nicht jeder haben. So reicht ja, wenn es einer. Erstmal. Mir fehlt noch Anleitung, oder habe ich schon mit rein?
Jedenfalls, das ist das Spiel. Ach, das waren die Zusatzteile. Genau, die Plättchen konnte man halt auf das Spielfeld drauflegen. Entschuldigung, habe ich total vergessen, wie die sind. Oder man sagt, wir gestalten die Welt mal ein bisschen anders. Also da bleiben die Grenzen der Fantasie weitausgehend offen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.